Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Corona-Sondersendung, die eine sehr intensive Sendung zu werden verspricht, da wir eine Frau begrüßen dürfen, die, und das kann man ohne Übertreibung sagen, eine höchst interessante Lebensgeschichte hat. Aufgewachsen in der chinesischen Provinz Sichuan, wo sie früher, so muss man wirklich sagen, als Prostituierte gearbeitet hat, gelang ihr mit einem eigenen Tabakladen, den ihr, so sagt sie, die Götter geschenkt haben, rasch der Aufstieg zu einer der führenden Zigarettenproduzentinnen Chinas. Doch nicht nur durch ihr unternehmerisches Geschick ist sie bekannt, sondern auch und vor allem für ihr großes Herz. Ihr karitatives Engagement für die Ärmsten der Armen brachte ihr über die Grenzen Sichuans hinaus den Namen Engel der Vorstädte ein. Uns ist sie besser bekannt als der gute Mensch von Sichuan, so auch der Titel der Veranstaltung, die hier am Theater Münster lief. Wir müssen reden. Begrüßen Sie ganz herzlich bei uns im Studio Shen Ting. Also das stimmt nicht ganz. Ich bin eigentlich gar kein guter Mensch. Das ist ein Missverständnis. Darauf kommen wir später noch zurück. Ich muss allerdings gestehen, Frau Schente, ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe Sie irgendwie anders in Erinnerung. Ja? Ja, mir scheint, Sie sehen Ihrem Vetter Shui Ta sehr ähnlich. Ja? Oh, naja, wir sind ja auch verwandt. Das ist sicher nicht zu bestreiten. Gut, kommen wir zur ersten Frage. Ja, die Corona-Krise zwingt uns alle, neue Geschäftsideen zu entwickeln. Sie haben sich entschieden, Ihre Produktion von Zigaretten auf Atemschutzmasken umzustellen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ja, also bei uns in China ist es schon länger Pflicht, Atemmasken zu tragen, aber es waren einfach nicht genügend vorhanden und deshalb dachte ich, es wäre sinnvoll, welche herzustellen, damit die Menschen überhaupt noch einkaufen gehen können. Das Unglück besteht ja darin, dass die Infektionsgefahr in dieser Stadt zu groß ist, dass ein einzelner Mensch ihr Herr werden könnte. Und darin hat sich ja betrüblicherweise nichts geändert in den 1100 Jahren, seit jemand den Vierzeiler verfasste. Der Gouverneur befragt, was nötig wäre, um den Risikogruppen in der Stadt zu helfen. Antwortete, eine 10.000 Fuß lange Maske, welche die ganzen Infizierten einfach zudeckt. Das finde ich interessant. Sie haben also gesehen, dass es an Atemschutzmasken fehlte und daraufhin beschlossen, welche herzustellen. Sind Sie so ein Mensch, könnte man das vielleicht sagen, der immer helfen muss? Ist das vielleicht auch so eine Art Helfersyndrom bei Ihnen? Also ich muss das wirklich korrigieren. Ich bin kein guter Mensch. Ich verdiene natürlich auch Geld mit den Masken. Keinen verderben zu lassen, auch nicht sich selber. Jeden mit Glück zu erfüllen, das ist interessant, dass Sie das sagen. Es gibt nämlich ein schönes Zitat von Ihnen, das ich gefunden habe. Ich lese das gerade mal vor. Moment mal, wo habe ich's? Ah ja. Die Leute haben genug zu tun, das nackte Leben zu retten. Gute Vorsätze bringen sie an den Rand des Abgrunds. Gute Taten stürzen sie hinab. Schwingt da auch so eine Bescheidenheit mit? Sind Sie vielleicht eigentlich gut, wollen es aber aufgrund Ihrer Bescheidenheit nicht so gerne zugeben? Naja, ich versuche natürlich gut zu sein, aber es ist eben nicht immer so leicht. Besonders in Corona-Zeiten. Die Nachfrage nach Zigaretten ist in diesem Jahr stark zurückgegangen, wegen der Aerosole und so. Die Existenz meines Unternehmens war auf einmal gefährdet. Aha, ich fasse mal zusammen. Sie wollen also Gutes tun, müssen aber auch ökonomische Zwänge berücksichtigen. Habe ich das so richtig verstanden? Jetzt habe ich aber ein Problem, Frau Shente. Ich habe gehört, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Sie hätten mehrere Mitbewohner gleich zu Beginn der Corona-Krise auf die Straße gesetzt, denen Sie bis dahin ein kostenloses Zimmer zur Verfügung gestellt hatten. Wie ist das mit Ihrer sonst so
großzügigen Art vereinbart. Ach ja, Sie meinen meine entfernten Bekannten. Ich wollte Ihnen gerne Obdach geben. Ich bedauere natürlich, dass ich das Gebot der Gastfreundschaft nicht auf unbegrenzte Zeit befolgen konnte. Aber es waren einfach zu viele. Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,5 Metern konnte nicht mehr gewährleistet werden. Jetzt hört man aber gleichzeitig, in Ihrem Betrieb würden Sie die Sicherheitsabstände nicht ordnungsgemäß einhalten, sodass Ihre Arbeiter doch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wie passt das zusammen? Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich den größten Wert darauf lege, mit den Behörden auf gutem Fuß zu stehen, aber ich kann nicht allen Forderungen nachkommen. Außerdem hat das mein Vetter entschieden. Er hat mich in dieser Krise beraten aufgrund der besonderen Umstände. Es kommt ja hinzu, dass Sie in Ihrem Betrieb seit neuestem Kurzarbeit eingeführt haben, was einige Betroffene vor existenzielle Probleme stellt. Mal im Ernst, haben Sie gar kein Herz für Ihre Arbeiter? Lieber Herr, die übertriebene Güte hat meine Cousine in der Vergangenheit schon viele Silberdollar gekostet. Dem musste ein Riegel vorgeschoben werden. Wie ich meine Cousine verstehe, hat sie nicht die Absicht, die Hand von ihren Arbeitern abzuziehen. Jedoch soll alles ein wenig vernünftiger geregelt werden in der Zukunft. Ihre Cousine? Jetzt bin ich aber verwirrt. Sind Sie doch gar nicht Shente, sondern Ihr Vetter? Mein Vetter? Nein, der war nur kurz da. Jetzt ist er weggegangen und kommt nie wieder. Nur das Schlimmste sollte er abwehren. Es war wirklich das letzte Mal. Nun gut, man muss das vielleicht auch nicht alles verstehen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz, ganz herzlich für dieses spannende Interview. Das hat Spaß gemacht, das war sehr, sehr intensiv. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.